Wer wird zuerst gefeuert? Lucien Favre oder Nico Kovac? Wer abonniert diesen Kanal? Du oder ich? Und kommt Emre Can zu Hertha BSC Berlin? Die Antwort ist nein. Das und viele weitere Fragen in den nächsten 15, 20 Minuten. Damit übergebe ich an mich selbst. Wunderherzlich willkommen, das ist schon mal richtig schön schief gelaufen. Herzlich willkommen zu einem weiteren OneFootball Q&A. Freunde, eure Fragen, unsere Antworten. Flo ist aber nicht mic'd ab, wie ich gerade sehe, also kann er einfach nur laut schreien, wenn er was sagen will. So wie jetzt. Wir nehmen dieses Q&A sehr früh auf. Heißt, ihr hattet wenig Zeit, eure Fragen einzureichen, aber ihr habt es trotzdem geschafft. Es sind mehrere hundert, die wir nicht alle beantworten werden. Max Beauty Bunker. Max Beauty Bunker? Wie gut kann Alphonso Davies werden und sollte er lieber Linksverteidiger oder linker Flügel spielen? Ich finde, er ist sehr talentiert, welcher auch von seiner Art her sehr bodenständig ist, was ihn sympathisch macht und durchaus wichtig für den großen Erfolg sein kann. Ich habe nicht gemocht, was ich von ihm gesehen habe vor dem Piräus-Spiel. Da hat er nämlich Earpods getragen, während er sich mit anderen Leuten unterhalten hat. Frechheit. Und ich weiß, heutzutage ist das kein großes Thema mehr, aber nein. Ich finde Alphonso Davies eigentlich auch sehr sympathisch. Und bei dem linken Flügel, linker Verteidiger, ich habe nicht genug Alphonso Davies gesehen, um sagen zu können, da hat er eher die Qualitäten für. Mir ist aber, ich finde schon auffällig, dass er kann Gegner im 1 gegen 1 jetzt schon schlagen. Er ist unglaublich schnell. Alles Sachen, die natürlich eher für den linken Flügel sprechen. Klar ist aber, wenn du aus dem Typen einen linken Verteidiger basteln kannst, dann machst du das natürlich. Weil das ist die Position, auf der du traditionell viel mehr Probleme haben wirst, einen guten Spieler zu finden. Also, wenn man im Training, in der täglichen Arbeit sieht, bin mir nicht sicher, dass Nico Kovac irgendwas in der täglichen Arbeit, aber wenn man da sehen würde, dass, ja, okay, der Mann als linker Verteidiger hat eine Zukunft, dann ist das für mich ganz klar die Richtung, in die man gehen sollte, denn linke Verteidiger sind einfach seltener als linke Flügelspieler. Sollte Zidane ohne E, ich vermute immer, du meinst Mohamed Zidane, weiter bei Real Madrid bleiben, da war er nie, oder sollte jemand anderes kommen, wer? Nein, die Frage ist natürlich, es geht um Zizou, um den Trainer von Real Madrid. Und Zizou hat sich, da muss man, glaube ich, das muss man inzwischen mal genauso konsternieren, keinen sonderlich großen Gefallen getan, als er gesagt hat, Real, ich bin für dich da. Ich komme zurück, ich rette den Saftladen hier und dann ist er im Herbst, im Frühjahr zurückgekommen. Denn seitdem läuft es nicht so richtig gut. Aber man ist einen Punkt hinter Barcelona in der La Liga-Tabelle. Ja, das ist jetzt nicht so verkehrt. Da kann man wenig sagen. Was auch daran liegt. Zweiter in der Champions League-Tabelle. Also Zweiter, mit wem sind die in der Gruppe bei in der Champions League? Ich habe schon wieder vergessen. Mit PSG. Also das geht auch noch, ja. Theoretisch läuft für Real Madrid derzeit alles nach Plan und deshalb wird da jetzt auch nichts passieren. Und das Ding ist, Zidane ist eine der größten Clublegenden, die es gibt bei Real, das muss man inzwischen ganz klar so sagen. Die Fans werden nicht glücklich sein mit egal wem auch immer, der danach kommt. Du kannst nur verlieren, wenn du nach Zizou kommst. Und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass sie auf jeden Fall noch bis Saisonende einfach gucken, wo es mit ihm hingeht. Und dann kann es sein, dass Real Madrid eh in ganz großen Stil einen Stecker ziehen muss. Und deshalb glaube ich, der bleibt noch ein bisschen. Mourinho leckt sich ja die Finger nach dem Job. Ich glaube, die können Mourinho nicht zurückholen. Das geht nicht. Warum kommt fast die gesamte Bundesliga nicht so richtig in Schwung? Ist es vielleicht ein Zeichen, dass die Liga momentan ausgeglichener denn je ist, bis auf ein paar Außenreißer nach unten. Außenreißer? Die guten Außenreißer. Oh Mann, Außenverteidiger oder Außenreißer? Das sind die Frage. Oder das andere Gründe? Ich weiß es nicht so genau. Ich würde sagen, dass die Liga derzeit das alte Bundesliga-Argument, jeder kann jeden schlagen, das ist halt einfach derzeit Ansage. Das ist einfach derzeit wirklich genau so. Und dann kann sowas passieren. Aber es ist schon auffällig, du hast schon recht, dass niemand Bock darauf hat, sich vorne festzusetzen. Wie war das jetzt? An diesem Wochenende haben was zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gewonnen? Und sonst? Nur Frankfurt. Ne, okay, aus der Tabellenhälfte, ja. Die war der obere Tabellenhälfte. Top 7 hat keiner gewonnen. Ja, na, das ist schon verrückt, das ist schon Wahnsinn. Und woran liegt es? Ich kann es nicht wirklich sagen. Die Top-Mannschaften haben alle ihre eigenen Probleme derzeit. Was bei RB Leipzigs Problem ist, weiß ich nicht so richtig, außer dass er auf der Bank sitzt. Aber jeder hat seine eigenen Sachen, an denen er gerade ein bisschen rumfuhrwerkt. Und keine Mannschaft kommt bis jetzt in diesen Grind, wo man sagt, also klar, wir nageln jetzt halt mal 6 Mannschaften in Folge weg. Weil wenn das passiert, dann bist du auch relativ schnell wieder Tabellenerster. Wird aber noch kommen, müssen wir uns nicht vormachen. Aber ich kann wirklich nicht sagen, woran es liegt. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Paokuta
Moment, jetzt habe ich die Frage weggedrückt. Wieso spielt Ried, und ich glaube, du meinst quasi Eukiere, ne? Das ist der Bayern-Stürmer, der 25-Jährige, immer noch bei Bayern 2 und geht nicht den nächsten Schritt in der Karriere. Ja, die große Frage ist, ob er dafür gut genug ist. Denn man muss halt auch mal sagen, ja, die Statistiken, ups, Licht aus. Die Statistiken sind nicht schlecht. In diesem Jahr hat er aber jetzt 8 Tore in 12 Spielen. Und auch wenn das gut ist, ist das nichts, wo du sagst, okay, der zerbombt die dritte Liga so dermaßen, der muss in der ersten Bundesliga spielen. Ist einfach dafür nicht gut genug. Kann der zweite Bundesliga spielen? Sicherlich. Erste Bundesliga? Fraglich. Und dann muss man halt sich auch überlegen, ja, keine Ahnung, ob der bei Bayern 2 nicht vielleicht sogar so viel Geld verdient und die Hoffnung hat, dass er eben irgendwann Lewandowski sich verletzt und er dann plötzlich in die Rolle da rein schlüpfen muss. Und deshalb glaube ich, der Mann pokert einfach derzeit noch und ist eh nicht so überragend, dass man, das ist ja kein Joshua Zirkzee 6 Jahre später, der richtig talentiert ist, sondern halt jemand, der 25 ist, bei Bayern 2 rumspielt. Ne? So, ist Luis Suarez immer noch ein Top-5-Stürmer auf der Welt? Was sagst du? Was ist für eine Frage? Ja. Nein. Klar. Nein. Klar. Nein. Doch. Ja, wenn an einem guten Tag ja, aber okay. Was, zählen wir jetzt nur Mittelstürmer oder was? Ja, nur Mittelstürmer. Aha, hat er ja nicht in der Frage gesagt. Ich meine, Mo Salah ist auch Stürmer für mich. Weil Mbappé, Harry Kane, Robert Lewandowski sind alle besser als er. Sind wir uns einig. Cristiano Ronaldo ist inzwischen... Top 5 gefragt. Ja, Cristiano Ronaldo ist auch inzwischen ein klassischer Mittelstürmer. Also nicht klassisch, aber spielt auf jeden Fall, er ist ein Stürmer. Da sind wir so, willst du mir sagen, dass er kein Stürmer ist, Cristiano Ronaldo? Ja. Die beste Scoring-Maschine in der Geschichte des Fußballs ist kein Stürmer. Und dann sind wir schon bei 4. Und dann will ich nämlich drüber reden, ob er da reinkommt. Luis Suarez ist sicherlich einer der besten Spieler der Welt, einer der besten Stürmer der Welt und höchstwahrscheinlich ein Top 6, 7, dann kommt er rein. Ich glaube, wenn ich mir jetzt das Gehirn verbiege, finde ich aber auf jeden Fall 5, die ich vorher haben wollte. Aber ja, Luis Suarez ist weiterhin, auch wenn man langsam ihm das Alter ein bisschen anmerkt, ist er ein absoluter Top-Mann auf dem Feld. Und es scheint ja sogar so, als habe er sich ein bisschen im Griff bekommen. Ne? Nicht mehr ganz... Ganz so verrückt. The only OG. Kriegt Mai bei Bayern jetzt vielleicht mal eine Chance? Ja, gute Frage. Denn die Bayern haben inzwischen nur noch 2 Innenverteidiger gelernte mit Pavard und Boateng. Klar kann Alaba das spielen, klar kann Kimmich das spielen. Und dann käme auch schon Mai. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er zumindest jetzt immer auf der Bank sitzt und dann bestimmt auch mal seine Einsatzzeiten bekommt. Denn Jerome Boateng ist auch gerne mal für einen Muskelzwicker zu haben und dann... Wobei ich mir wirklich auch bei Kovac vorstellen kann, dass er Alaba da spielt. Oder Javi Martinez, der ja sowieso am Ende des Tages immer spielt. Also würde ich mich drauf verlassen. Aber ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Lars Lukas Mai, ist das richtig? Lars Lukas Mai. Bald seine Chancen bekommt. Spannend, was das betrifft bei den Bayern. Denn das finde ich als Allergeilste, dass wenn ich auf Twitter und sowas von Bayern-Fans höre, ja gut, scheinbar ist der Kader gar nicht so dünn, denn wir haben ja jetzt Pavard und Boateng, nachdem uns 6 Spieler ausgefallen sind. Ja, ist richtig, aber sonst habt ihr halt nirgendwo irgendeinen Ersatz. Ne? Also, so bleibt er dabei. Wer nutzt ihr Potenzial? Was? Wann nutzt ihr das Potenzial dieser Rubrik für ein Trinkspiel? Nico trinkt ein Bier bei jeder FCB-BVB-Frage. Ein ganzes Bier? Flo bei jeder BVB-FCB-Transferfrage, das gesamte Team einen Schnaps bei einer Frage mit Marco Marin möglichst live. Puh. Nee, das machen wir nicht. Weil, wenn ihr wüsstet, Freunde, wir nehmen gerade um 10.36 Uhr auf. Ich habe noch einen ganzen Arbeitstag vor mir. Ich hab jetzt schon 3 FCB-Fragen beantwortet. Versteht mich nicht falsch, ich würde ein Bier trinken jetzt, ja? Aber keine 4 Stück. Überleg mal, wie die Daily News aussehen würden, wenn ich jetzt Schnaps trinken würde. Gott. Immer die Daily News abschneiden. Stimmt, du musst hier gleich noch zusammen... Kleistern. Naja, was passiert? Oh Gott, was passiert schneller? Flo gewinnt gegen 6 Sachse oder RB wird akzeptiert? Flo. Flo hat ja, das wissen ja nicht viele, aber Flo ist ja schon zweimal, hat er ja 4 Dachse ausgeschaltet. Und einmal hast du den vorletzten ja fast bekommen. Mhm. Als du ihn da genommen hast und dann gegen die Wand und dann. Ja, aber was viele nicht wissen, das sind wirklich. Tollwütige Dachse, die es nicht verdient haben zu leben. Ich weiß, viele Veganer sagen jetzt, oh, Tierquälerei, aber die sind wirklich gefährlich. Aber die wissen ja nicht, dass du die zu Würstchen au, shit. Na, also die sind wirklich gefährlich und würden die Welt zu einem schlechteren Ort machen. Tja, so ist das mit gefährlichen Dachsen nämlich.
Also, HNT over Fatih. Was haltet ihr von der türkischen Nationalmannschaft? Das ist ein Thema, was wir jetzt die letzten Tage, ich habe es einfach auch ein bisschen ignoriert. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja, ich habe letzte Woche schon mal kurz thematisiert. Ja, genau, sportlich ist angesprochen. Politisch gleichzeitig dabei, Mann. Ich werde es niemals gutheißen, dass irgendwelche Fußballer das Militär grüßen, dem salutieren, weil die eigene Nation Krieg führt. Und das ist nichts anderes. Und das wird nicht passieren. Das wird mir nicht unterkommen. Und jetzt könnt ihr gerne schreiben, du kennst doch die Hintergründe nicht, du kennst doch das und das nicht. Tue ich nicht. Aber ich sehe, dass Menschen sterben, ich sehe, dass Menschen flüchten müssen und ich werde nie im Leben dann sagen, das ist gut, was sie da machen. Und deshalb ist das für mich, gibt es da kein großes Thema und auch gar keine Diskussion. Also könnt gerne kommentieren, aber ich werde nicht groß darauf eingehen. Es gab übrigens auch Kommentare, Antoine Griezmann hat es bei der WM genauso gemacht, dass er auch seinem Präsident oder so salutiert hat. Aber auch nicht vergleichbar. Frankreich ist ja nicht im Krieg. So. Frankreich ist eigentlich nicht im Krieg, außer manchmal mit sich selbst ein bisschen. Ne? Cavalier 04, was ist eure Haltung zu Emery out? Gerechtfertigt oder nicht? Flo schüttelt den Kopf, der sagt nicht gerechtfertigt. Ich sage, ich finde schon gerechtfertigt. Ich finde nicht, dass Unai Emery den frischen Wind reingebracht hat, den man sich von ihm versprochen hat. Und ich bin an einem Punkt, wo ich finde, man muss darüber reden, ob er überhaupt Arsenal weiterbringen kann und Arsenal zu dem zurückführen kann, was sie eigentlich mal sein wollten und eigentlich auch jahrelang waren. Und ich finde, Arsenal ist so weit weg von dem ehemaligen Arsenal wie seit 15 Jahren nicht. Und er ist der aktuelle Trainer. Irgendwo muss man es festmachen. Packers Bierpro, was ist aus dem versprochenen Video mit Van der Vaart geworden? Kommt das noch? Ja. Das wird auf jeden Fall noch kommen, aber eventuell erst in der Woche, so um den Dreh. Wir mussten kurzfristig, haben wir entschieden, dass wir was ändern müssen daran. Und dann sind wir aber, das halbe Team ist dann aber abgereist und ist bis gestern unterwegs gewesen. Und weil wir jetzt noch ein bisschen was ändern müssen und noch andere Sachen dazwischen kommen, wird es etwas verschoben. Es tut mir leid, ich weiß, war für Samstag versprochen, aber ich verspreche auch, es kommt noch und es wird nice. Okay? Flo, wie lange machen wir noch? 5 Minuten circa. Okay, jetzt kommen Leute rein, nicht überraschen. Don Adilo, gehört Paulo Dybala in die Startelf von Juve? Ich finde schon. Ja, er macht ja starke Punkte für sich, ne? Also, gibt wenig, was man dagegen argumentieren könnte, wenn jemand 2 Tore in der Champions League zum Sieg macht, nach Rückstand, dann ist das, glaube ich, ein Argument für Startformation. Packer Bier Pro, nochmal. Hältst du einen Transfer von Thomas Müller innerhalb der Bundesliga für realistisch? Überhaupt nicht. Kein bisschen. Null. Wer denn? Hertha. Auch nicht. Du willst ihn auch gar nicht haben. Nee. 0,0%. Wenn das passiert, dann rasieren wir Flo den Kopf. Hallo? Okay, rasieren wir mir den Kopf. Vielleicht auch nicht. Mir den Kopf und dir den Bart ab. Könnte Haaland Top-Torjäger der Champions League werden, ohne dass er in die K.O.-Phase kommt? Ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch nie da gewesen, aber es könnte sein. Ne? Denn der Mann zerbombt schon einfach alles, was er will. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du nicht in die K.O.-Phase kommst, dann hast du potenziell 6, 7, 8 Spiele weniger, 7 Spiele weniger als als die Jungs, die in der Gruppenphase ausgeschieden, als die Jungs, die weit kommen. Und dann wird er auch irgendwann da überholt werden. Aber es macht schon übertrieben Bock, den Typen zuzuschauen, auch wenn er ein unschönes Trikot trägt. Bulut! Wäre Emre Can im Winter ein potenzieller Kandidat für die Bayern? Die Rückkehr des Emre, denn er kam ja aus der Bayern-Jugend irgendwann mal. Und davor aus der Frankfurt-Jugend. Und deshalb sage ich, nein, komm zu Eintracht Frankfurt. Wir brauchen dich dringender, Emre. Komm nach Hause. Hä? Habt ihr nicht 15.000 zentrale Mittelfeldspieler? Ja, aber ich bin jederzeit bereit, Gelson Fernandes auf die Bank zu setzen und mit Emre Can zu spielen stattdessen. Und außerdem ist Emre Can, wenn Gelson Fernandes gute Arbeit macht, aber Emre Can ist ein richtiger Dynamo-Modus, einer richtig antreiben kann. Und keine Ahnung, So, Can, Chor oder Kamada davor, kann ich mir schon vorstellen. Ja, wir haben einige zentrale Mittelfeldspieler, aber das heißt nicht, dass ihr ihn kriegt. Mann. Ja, ich bin ja auch nicht. Wirklich nicht? Ja, wir haben Schellbrett. So, Freunde, hier einmal abstimmen, merkt ihr, wo wir sind, Floß. Schellbrett oder Emre Can, hättet ihr lieber im zentralen Mittelfeld bei eurer Mannschaft. Glaubst du, dass Favre entlassen wird, wenn er das Revierderby verliert? Und was denkt ihr, wie geht es aus? Hat Mourinho eine Chance, nach Dortmund zu kommen, wenn das mit Favre nicht besser wird? Das waren jetzt 2 Fragen. Einmal von Wilken Trippe, der statt Komma 3 Fragezeichen benutzt, und einmal von Raben Petri.
Mourinho ist so eine Geschichte, Alter. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich halte Dortmund für zu sehr bei Verstand, um José Mourinho anzuheuern. Aber ich habe mich auch schon getäuscht, ne? Also ich meine, Aki Watzke, da, man weiß ja nicht, was da so los ist im Schuppen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass für Lucien Favre, wenn das wieder wirklich verloren geht, die Luft richtig dünn wird. Aber ich glaube, er wird noch nicht gefeiert. Ich glaube, dann hat er noch den DFB. Sobald er dann im Pokal gegen Gladbach ausgeschieden ist, in 2 Wochen, glaube ich, dann wäre auf jeden Fall Sense. Oder ist jetzt schon? Schon nächste Woche Pokal, glaube ich, ne? Nächste Woche ist Pokal. Ja, also, boah, stell dir mal vor, der verliert gegen Inter, dann Revierderby und fliegt dann gegen Gladbach im Pokal raus. Dann kann man, glaube ich, von ganz, ganz in der Luft reiben. Aber klar ist, dass Watzke und Zorc 100% nicht wollen, dass der BVB innerhalb der Saison einen Trainer wechselt. Das haben sie jetzt notgedrungen einmal gemacht in den letzten 10 Jahren. Das war eine absolute Katastrophe und sie werden versuchen, es mit ihm durchzuziehen. Und das ist auch absolut in Ordnung so. Auch für Dortmund kann es richtig krass runtergehen. Ja, ja. Schalke, Gladbach im Pokal, dann Wolfsburg. Und dann Bayern. Nee. Dann nochmal Inter und dann Bayern. Und dann Bayern. Ja, ja. Ja, es ist so. Okay, eine machen wir noch, oder? Ja. Paulka. Steht Evan Ndicka eine große Zukunft bevor? Letztes Jahr sah es so aus, und da war er zwischenzeitlich der teuerste Innenverteidiger der Welt. Und ich glaube immer noch, dass er richtig gut wird. Ich glaube aber nicht, dass Ndicka ein Weltklasse-Innenverteidiger werden kann. Aber ein guter wird es schon. Komm, eine geht noch, eine geht noch. Wir nehmen... Groder, ist Kovac noch der Richtige für die Bayern? Oder sollte man über einen Trainerwechsel nachdenken, da man keine Offensivphilosophie erkennen kann? Groder, ich habe ja lange Zeit Niko Kovac immer verteidigt. Jetzt war ich vorgestern in Piräus beim Spiel gegen Olympiakos. Olympiakos Piräus ist eine Mannschaft, von der ich glaube, dass sie in der Bundesliga unteres Mittelfeld spielen würde, wenn nicht vielleicht Abstiegskampf. Und die Bayern waren so kopflos offensiv, dass es für mich wirklich zum Teil schockierend war. Defensiv haben sie da die wildesten Rochaden versucht mit Pavard geht auf die Rechtsverteidigerposition, Kimmich spielt hinter Müller den zweiten Flügelspieler, Müller geht als hängende Spitze hinter Lewandowski. Nix hat funktioniert, keine Ideen, riesen Abstände zwischen Lewandowski und dem Mann dahinter, der eigentlich Coutinho sein sollte, der da irgendwann Flügelspieler war. Ich sehe bei Bayern wenig Verbesserung und ich sehe aber nicht, wie man holen könnte. Außer Ralf Rangnick. Und dann, ey, Alter. Also, wenn die da Rangnick rum in die Gehöhne sitzen haben, dann hab ich schon mal prophylaktische Kopfschmerzen ab jetzt. Die habe ich einfach schon mal vorne weg. Deshalb, schwierige Situation auch da. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei Kovac, auch wenn sie besser sportlich dastehen, die Chance ist, dass er gefeuert wird, höher ist als bei Favre. Das war's von mir, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Heute etwas kürzer. Hier findet ihr 2 Videos. Bis dahin, schönes Wochenende und alles. Nee, ach du, wir sehen uns halt morgen zu den Daily News, ne? Bis dahin, Freunde. Bis gleich.